So, sind wir da, würde ich sagen. Mann, Chamäleon, Alter. Wo hast du heute als Gebrauchtwagenkäufer unterwegs? Sag mal, Freunde, was sagt ihr, ist das legal, was der Mann da macht? Wie bestimmt ein M5 kaufen, der einen Motorschaden hat. Er geht jetzt, er gibt nicht auf, er hat gesehen, dass er... Knapp. Sie sind da, endlich. Ja, Mann, Adam, ich hab gesagt, du sollst runterfahren. Er hat alles an Bord. Haben Sie einen Termin gemacht? Habe ich gesagt, nein, ich will spontan Auto angucken. Was für Termin? Freunde, ihr habt es gerade gesehen, heute wird's witzig, heute wird's lustig. Wir sind als Gebrauchtwagenhändler, Käufer oder wie das auch heißt, unterwegs. Viel Spaß bei dem Vlog. Guckt euch das ganze Video an. Am Ende gibt es noch ein super, super, super Dankeschön in Form eines Codes für etwas sehr Tolles. Also gebt euch das ganze Video, abonniert, teilt, liked, los geht's. Die Autokäufer. Hallo, herzlich willkommen. Es geht heute auf einen sagenhaften Roadtrip und heute mit dabei Camilo in der Straße hinter Mahlzeit. Der Kamera. Oder morgen. Ja. Wir haben heute vor, wir wollen uns zwei Autos für den jungen Mann angucken. Mhm. Dann drehen wir noch ein unglaubliches Tuning-Talk und unterwegs liefern wir noch Felgen ab. Aber das seht ihr alles nachher. Wir dürfen nur zu zweit fahren, weil Chamäleon der Straße ist gar nicht so Straße, wie er uns immer so vorgegaukelt hat. Und er setzt akribisch die Corona-Regeln durch und hat gesagt, nur zwei Leute in einem Auto. Aber viel wichtiger ist, wir haben uns wieder Kaffee zum Start geholt und ich habe mich verleiten lassen, in diesem Chemielabor ja, was zu essen zu holen, weil ich noch nicht gefrühstückt habe und ich muss Tabletten nehmen, also muss ich frühstücken. Und da habe ich mir gedacht, okay, nimmst du so einen McToast. Und ich kenne ja noch diese McToast, als sie noch so cool aussahen, so wie was Eigenes. Guck mal, was du jetzt bekommst. Ist gar nicht so lecker. Da, ja. Das ist wirklich traurig. Warte, ich muss mal fokussieren. Einfach. Hau da ab, du alter Heulsuser. Das wird immer besser. Dir. Ja, danke. Lass dich schmecken. Ja. Bis später. Win-Info, ja? Ja. Was sagst du zu sowas? An sich eine richtig gute Sache. Ja, wir sind ja heute als Gebrauchtwagenkäufer unterwegs. Ja. Ja, und wir haben ja so ein bisschen Basis-Grundwissen. Was wir natürlich auch gerne an euch vermitteln wollen, die auch demnächst sich vielleicht einen Gebrauchtwagen holen. Diese Windchecker im Internet funktionieren richtig gut, besonders bei Autos aus dem Ausland und sowas alles. Ja? Ihr kennt bestimmt diese ganzen Fälle, von denen es gibt mindestens einen Bekannten bei euch schon mal, der euch schon mal sowas erzählt hat, wo er die Fahrgestellnummer bei Google Bilder eingegeben hat, dann hat er schon ein geschrottetes Auto gesehen, aber der Händler in Deutschland verkauft es wie neu. Ja? Es macht immer Sinn, diese Windchecks zu machen. Das sind zwischen 5 und 12 Euro, kenne ich welche. Und als Beispiel Crown Vic. Ich habe gar nichts gemacht. Wir wussten ja schon, dass er einen Schaden hat, haben wir aber gemacht. Und da haben wir zu dem Auto die ganze Geschichte dazu bekommen. Ist für mich persönlich eine ganz coole Sache. Ich mag ja die Geschichte von meinem Autos. Ja. Ja. So, wenn ihr wollt, dann sagt mal Bescheid. Wir können auch mal näher auf so einen Windchecker eingehen. Aber das sollte jetzt reichen. In dem Fall heute sind es beides Fahrzeuge aus Deutschland. Das heißt, für diese Autos kannst du für dieses Geld eigentlich nur drei Sachen rausfinden. Ist das Auto gestohlen? Welcher Hersteller? Und quasi diese Herstelleraufschlüsselung, weil jede Fahrgestellnummer hat einen Code drin. Daran siehst du die Ausstattung und so. Das können wir aber auch for free machen. Gibt es auch Seiten für, was wir bei den Fahrzeugen machen werden, um zu gucken, ob es übereinstimmt mit dem, was der, das Chamäleon in der Straße kaufen will. Weil daran, das ist der erste Tipp von mir, daran kannst du auch erkennen, ist an dem Auto irgendwas umgebaut worden, dann weißt du nämlich, dass du den Verkäufer fragen kannst, warum ist es anders als in der Aufschlüsselung. Aber was wir noch als heute Hilfe mitnehmen, und wirklich Leute, dafür haben wir jetzt kein Geld bekommen und sowas alles, ist dieser Kali-Adapter mit der Kali-App.
Die hat nämlich auch so einen Gebrauchtwagen-Check, habe ich hier gemacht gehabt. Das werden wir noch zusätzlich machen. Also wir werden uns folgende Sachen angucken, die ihr euch als Laie angucken könnt. Ja? Also ich bin kein Profi-Autokäufer. Ja? Also ich könnte auch bestimmt einen M5 kaufen, der einen Motorschaden hat. Nein. So viel Wissen habe ich schon, würde ich nicht kaufen. Das würde ich sogar wissen. Mein Radar. Ich habe gesagt, du sollst runterfahren. Ich kann das immer nicht halten. Es ist eigentlich sehr gemein zu lachen, aber wir wollten ein sehr leckeres Getränk ausprobieren, was ich letztens auf Instagram schon gepostet habe, was sehr belebend und erweckend ist. Chameleon der Straße wollte das auf jeden Fall sehr gut aufmachen und das ja, ich hatte hier eine kleine Fontäne auf einmal zwischen den Beinen. Das wird sich auch sehr gut machen, wenn wir jetzt gleich bei den Händlern sind und du so einen Fleck da hast. Ja, ja. Gib mal her, ich trinke einen Schluck. Warte, ich hab's ja bis dato noch nicht mal richtig auf. Das hat er einfach nur gesprudelt. Vielleicht kommt nochmal. Dann offiziell schmeiß ich die Scheiße aus dem Fenster. Ja. So, probieren wir nochmal. Weiser! Ja. Oder wie spricht man es aus? Weiser. Weiser. Beste Grüße nochmal an den Martin, der mir das gegeben hat. Ihn halt auch so unter den Sitz in die Arschritze. Oh, oh, jetzt hat man schon so viel gesehen. In die Arschritze rein ist es mir geflossen, ja? Und das Leder, das wurde hier leider auch kleben. Tut mir leid, Adam. So, wo sind wir denn gerade? Auf welcher Höhe? Erzähl mal. Wir sind 20 Minuten von Kassel entfernt, ja, wo der erste Stopp ist. Magst du bitte erzählen, und ich mache ein komisches Gesicht dazu, dass wir den Händler noch nicht erreicht haben. Ja, eigentlich sind wir gerade auf gut Glück unterwegs. Und ja, eigentlich unser Hauptziel ist Wiesbaden. Da steht eigentlich das Hauptziel oder das... ist eine ganz andere Richtung. Ja. Und da steht eigentlich das Objekt der Begierde, ja. Jetzt habe ich aber gesehen, in Kiel ist auch ein gleichwertiges Fahrzeug. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. In Kassel. Ja. Warum habe ich immer so eine Typen dabei, die so krasse geografische Kenntnisse haben? Weißt du, wo Kiel ist? Bei Bielefeld. Weißt du, welche berühmte Persönlichkeit aus Kiel kommt? Schwester Eva. Schwester Eva, na Mensch. Konnte mir das... Oh, wir können... Wir versuchen, die gleich mal anzurufen. Wir holen die da raus. Ja? Ich habe mir Ausbruchsplan auf Rücken tätowiert. Da musst du jetzt was Cooles animieren, so mit unseren Köpfen auf so einen Ausbruch, so wie wir Schwester Eva befreien. So, sind wir da, würde ich sagen. Mann, Chameleon, Alter, wo hast du uns schon wieder hergebracht, Alter? Also einmal parken wir bei der Rechtsmedizin, ja, Außenstelle Kassel, Institut für Rechtsmedizin. Da unten seht ihr das, da sind die Kühlfächer. Und auch geil ist, dass daneben gleich ein Suzuki-Autohaus ist, wo der vor den Kühlschränken, wo die Leichen sind, parkt er. Also auch geil, ein Auto zu kaufen. Hinter uns ist dieses Autohaus, ja. Warte noch. Das ist aber eigentlich ein Schrottplatz. Wo ist daneben. Mann, das ist ein Schrottplatz. Und da sind so lauter bärtige Typen, Alter, die da rumrennen, Alter. Wir werden uns gleich mit denen prügeln müssen. Und das Gute ist, das Date, füllen wir nach hinten einmal in unseren Kofferraum. Da liegen Felgen. Für einen Kumpel. Wir haben für ihn die Felgen in Berlin abgeholt. Und hier holt er sie sich ab und fährt dann damit weiter nach Hause. Und den seht ihr auch gleich im Video. War trotzdem nochmal schnell. Oder undercover mit GoPro Film. Krasse. Hat natürlich einen riesen Fehler gemacht. Und er hat zwar versucht anzurufen, aber keiner ist rangegangen. Ja? Und jetzt stehen wir hier vor dem verschlossenen Tor. Ich film so heimlich undercover. Ach so, meine Maske. Eine Maske! FFP2, ich bitte dich. Ich bitte dich. Hier, wunderbar, Schrottplatz, hier ist ein Quad. Vielleicht können wir irgendwas hier billig schießen, Alter. Vielleicht nehmen wir so einen Quad nachher auf dem Gepäckträger oben auf dem Dach mit. Da ist ein alter Opel Ascona oder sowas. Er hat alles an Bord. Auch wirklich tief, das Auto. Sehr tief gelegt. War die größte Sammlung an Vectras, die ich je gesehen habe. Auch alle im recht guten Zustand, ja? Muss ich ehrlich sagen. Also, noch nie so wenig Rost. Alles Vectras. Wo die nur hinkommen, sind Vectras.
So, ich wollte mir gerade spontan ein Quad kaufen, aber Chameleon der Straße hat mich vor einem Unfall bewahrt. Der hat nämlich entdeckt, dass der Rahmen gebrochen ist. Ja! Ja! Hey Leute, Gregor, Chameleon hat einen endlich erreicht am Telefon. Was hat er gesagt? Haben Sie einen Termin gemacht? Habe ich gesagt, nein, ich will spontan Auto angucken. Was für Termin? Hat er gesagt, dann geht nicht. Habe ich gesagt, ne, dann schau, kaufe ich woanders. Hast du sind wir jetzt umsonst nach Gassel gefahren? Jein, es war jetzt ein Umweg von 20 Kilometern ungefähr. Und jetzt geht's weiter nach Wiesbaden. Scheiß drauf. Ich werde das überprüfen, weißt du, ne? Du hast auch gedacht, Kiel ist neben Bielefeld. Nee, wirklich. Kannst du mir glauben. Ist wirklich, ich hab extra... Ach komm, heute ist eh egal und wenn es auch Umweg wäre, wäre mir egal heute. Jetzt warten wir nur kurz, dass wir die Felgen abladen, dann geht's weiter nach Wiesbaden. Ja. Er gibt nicht auf, er hat gesehen, dass sein Mitarbeiter drin ist. Er will das Auto kaufen. Ich sei dein Gagverein, warum macht dich nicht auf? Nix verstehen. Du lulat sich, gehe jetzt du Benner. Abonniere jetzt Reisset. Immer Gott, es ist Geburt. Ja, wir lösen jetzt mal auf, wem wir Felgen gebracht haben. Da einfach kurz und knapp. Sie sind da, endlich. Ja, endlich, das wird auch sehr asozial auf jeden Fall. Wir dürfen die gar nicht zeigen. Das ist nämlich viel cooler, wenn du sie zeigst, als wenn sie Zeig gesteckt doch, sind. Blöd, sind doch drauf. Und er hat seinen Dings hier Bodyguard mit. Er hat mitgespielt, Vikings neueste Staffel. Er hat Björn Eisenseite getötet. Und weil der Händler uns jetzt abgefuckt hat, jetzt sind wir zu viert, Chameleon, gehen wir jetzt schlagen die Leute, oder? Ja. Nee, und ihr jetzt ab zurück nach Hause. Ab nach Hause, ja. Ja. Ich sehe immer an deinem Nummernschild, freue ich mich immer. Ich grüße unsere alten Kumpels, wo wir früher noch auf der Essener Motorshow gearbeitet haben, für Sklavenpreise. Keine Ahnung. Oldschool. Du weißt du noch, wo Altesa Rückleuchten rauskam? Vor meiner Zeit wahrscheinlich. Ja, bestimmt vor deiner Zeit. Ja. Flüssig in der Eimer. Einarmwischer. Ja. Einer, kennst du diese ganzen Fails aus den 90ern? Ich mache gerade so ein Video, deswegen ich kenne sie alle. Es gibt so peinliche Sachen, die wir gemacht haben früher. Einschweißbleche für Türen zum Clean zum Beispiel. An Opel Astra. Ey, ich schwöre, pass auf, da hinten, wenn du willst, tu dir das mal an. Ich glaube, dieser Schrottplatz hat die größte Ansammlung an Opel Vectras, die es gibt. Ich habe heimlich mit einer GoPro gefilmt und alle haben Rost. Ist es jetzt, darfst du? Aber der alte, was ist das, ein Opel da drüben? Ascona. Eigentlich ganz geil. Ja. Aber wahrscheinlich auch Schrott. Ja. So wie die Vorzaufer Bahn gerade. Ey, uns hat eine Mitarbeiterin von VW mit einem neuen Golf 8 GTI in, was ist das, Nardo? Ist es immer noch Nardo-Grau, dieses Standard, was jeder Audi und so hat? Hat uns richtig böse geschnitten, als wir die überholt haben. Da haben die uns ausgelacht, ja. Warum ausgelacht? Na, weil wir gemeckert haben. Die hat uns fast umgebracht. Also eigentlich wären wir schon fast tot. Um dir die Felgen zu bringen. Ja, siehst du. Krass. Haben die Räder noch eine gute Geschichte. Ja. Ne? Wir sind hier angekommen, hier war gleich Gerichtsmedizin. So, ich rede schon wieder voll viel, weil ich so viel Koffein habe. Wir müssen jetzt weiter wohin? Nach Wiesbaden. Warum hast du eigentlich immer noch diese Maske auf? Jetzt weil mal im Ernst, allmannmäßig mich an. Dann ist die aber auch scheiße, weil du brauchst FFP2, ja? Nicht deine Adidas-Kacke. Hab ich im Auto noch, komm. Dieses Video ist vor der Corona-Zeit entstanden. Ja. Der Felgen haben wir abgeliefert. Erstmal haben wir hier auf der linken Seite gleich ein wunderschönes Auto. Der Händler in Kassel ist wirklich nicht ganz hell bei der Sache. Jetzt kommt das Auto. Schönes Ding. Gefällt mir sehr. Er wollte E-Mail, das, Riesendiskussion. Und am Ende hat er gesagt, nein, kein richtiger Termin. Also eigentlich umsonst. Ist schon ein Weltuntergang, wenn schon die Händler auf Geld verzichten. Und weil das nicht genug ist, hat Chameleon der Straße mit dem anderen Händler telefoniert. Und der hat in seinem perfekten Deutsch gesagt, er meinte nicht 17.30 Uhr machte Feierabend, sondern 14.30 Uhr. Und wir kommen eine Stunde später an. Zum Kotzen ist das, ne? Sehr unhöflich war die ganze Situation. Ich verstehe das nicht mit den Händlern, ja? Also das, was die sich erlauben. Ich habe ihr gesagt, hol lieber privates Auto. Habe ich dir von Anfang an gesagt. Ja. Na. Ja. Jetzt bist du sauer, ne? Ja, ich bin ein bisschen sauer. Ja. Aber egal. Das Problem ist, privat hatte leider keiner so ein schönes Angebot aktuell. Sonst wäre ich auch auf privat geswitcht. Ja, ich verstehe es auch nicht, verrückte Welt. Also erstmal als Händler. 24 Stunden hast du ans Telefon zu gehen, wenn du was verkaufen willst, bin ich der Meinung. Ja. Sonst bist du ein Scheißhändler. Das ist schon mal meine erste Meinung zu den Kollegen. Ja. Und ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie abends eintrudeln, sondern na, jetzt hat man ein bisschen aneinander vorbeigeredet und jetzt kommen wir eine Stunde später. Ja, mein Gott, willst du Geld verdienen oder nicht? Dann mach deinen scheiß Laden auf.
Ja. Ganz einfach, so sehe ich das. Und was hat er gesagt? Also ja, ich arbeite auch 24/7, Alter. Also ja. Selbstverständlich, wenn ich Geld verdienen will, muss ich ackern. Auch an einem Samstagnachmittag. Ja. Und was hat er gesagt zum Thema Probefahrt? Ja, ja, wenn wir so spät kommen, dann können wir keine Probefahrt mehr machen. Dann lache ich ihn aus am Telefon und sage, Alter, kaufst du ein Auto und eine Probefahrt? Willst du mich verarschen? Oder? Wir sind auf dem Weg, wir sind gleich da. So, Punkt, und dann habe ich aufgelegt. Ja. Schönes Gesicht. Auf jeden Fall werde ich die GoPro heimlich mitlaufen lassen. Kann sein, dass wir uns da so ein bisschen prügeln werden. Kann sein, dass wir da auch das Fass von der Boden einfach am Ende verteilen. Butzbach, Erwachsenenvollzug. Mama ist heute zu Besuch. Ihr Sohn ist ein Genf da. Ja, aber ich habe das Lied gemocht. Ich mag auch Cello und Abdi. Ja, beste Leute. Abdul Rahim! Grüße gehen raus. Ja. Ja, bitte. Ja, wie ist Zwischenstand, Adam? Zwischenstand. Meine Laune ist ein bisschen besser. Ja, weil ich Zeit aufgeholt habe. Ich bin sehr trotzdem auf Krawall gebürstet dem Händler gegenüber. Ja. Ja. Ich werde auf jeden Fall hart in die Verhandlung gehen. Hart. Ja. Wenn wir uns entscheiden, den Wagen mitzunehmen bzw. zu erwerben. Ja. Hose ist getrocknet übrigens. Miesen Fleck hinterlassen. Ja. Aber geht ja heutzutage als Chlorung durch, ne? Oder Vintage. Used Vintage Look. Ah, ich habe meine Mütze übrigens ausgezogen, weil die Polizei gerade war und uns sehr. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, liebe Polizisten, holt euch mal so ein Update in puncto, wie verfolge ich jemanden oder überprüfe ihn unauffällig oder sowas. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Aber dieses erst uns hinterherfahren. Dann so sinnlos überholen und beide Polizisten so reingucken ins Auto, als wenn wir hier irgendjemanden entführen. Ja. Und dann nach vorne schießen, sich zurückfallen lassen, nochmal gucken. So eine. Wir sind aus Berlin, seht ihr an den Nummernschildern. Bitte mit uns so eine Headache jetzt nicht. Ja, das ist so. Wir wissen schon, was ihr vorhabt. Dann lieber halt uns an. Halt uns an, wir sagen nett Hallo. Ihr überprüft alles, ist alles gegeben. Genehmigung, Erlaubnisse. Pissproben, wir können alles machen. Nase kannst du mit durchbohren, mit Corona-Test, alles safe. Auch Stuhlproben. Stuhlproben, gerne, gerne. Sag mal, Freunde, was sagt ihr, ist das legal, was der Mann da macht? Wir befinden uns auf der Autobahn, sieht man das? Ist das legal, was er macht? Unangeschnallt, das Transportgut, warte, was hinten rausragt, du wirst besser filmen. Festhalten. Was macht er da? Oh, warte. Stark. Komm, wollen wir unsere Ziftnummer abziehen? Ja. Oh, der ist so voll die Karre, Alter. Alter, hast du gesehen? Die Flodders, Alter. Ja. Mit richtig Kind vorne auf dem Schoß. Alter, das ist einfach ein Kind. Flodders, was ist denn da los? Alter. Alter. Na, das ist ja mein Highlight. Bitte 10 Likes dafür. Ja. Wir sind auf dem Weg. Chameleon ist ein bisschen enttäuscht. Wir haben den Wagen nicht geholt, ne? Bis dato nicht. Wir sind uns am Grübeln. Etwas unsicher. Der Händler ist so ein bisschen, wie sage ich es politisch korrekt, der ist ein bisschen... Der ist so sehr stereotypisch, wie manche Händler sind, ja, mit so halt so... Ach, guck mal, im Endeffekt, wir sind ja dort... Er wie ein Schlitzohr. Punkt. Ja, so, genau. Und weißt du, es gab ja früher diese Schlitzohren, die man sonst bei RTL-Autohändlern hatte, ja? Der ist dann um dich rumgehüpft, du hattest eher das Problem, ihn loszuwerden. Es gibt ja jetzt so eine neue Generation an Händlern, die Leute alleine lassen, so der psychologische Trick nach dem Motto, wir lassen die mal machen, ja? So nach dem Motto, ach, du kannst alles überprüfen, mach ruhig, das, ist okay. Das ist der falsche Weg, lieber Händler oder anfangender Händler, mach das nicht so. Uns hättest du heute gewonnen, indem du bei uns wärst und uns nicht links liegen lassen hast. Weißt du, auch wenn es nur so, ich sag mal, um die 15.000, nennen wir das Budget sind, ist es eine Menge Geld. Ja, ist eine Menge Geld. Er macht natürlich so einen Show-Auflauf, hat da ein paar teure Autos zu stehen gehabt. So, ich weiß, das soll die Leute so, wenn die reinkommen, soll die so, oh Gott, guck mal, hier kaufen reiche Leute reiche Autos. Nein, tun sie nicht, diese Autos stehen dort. Und ich weiß auch, dass sie meistens im Gesamtpaket irgendwo nach Ostblock verkauft werden. Ja, meistens. Nicht immer, meistens. Er hat uns einfach da alleine gelassen. Dann hat er sich so ein bisschen verquasselt in seiner angeblich authentischen Geschichte. Und da haben wir schon ein paar Mal gemerkt, er hat so ein bisschen gefunkelt. So, ich habe ihm ein paar Mal wirklich direkt gesagt, so, ey, sei zu uns lieber ehrlich, lieber wissen wir, was Sache ist.
als Dings, sie erzählen uns aber nicht unsere Geschichten. Er fängt auch an, gleich bei unserem Nummernschild, ohaha, ohaha und so. Ja? Da hätte er auch gleich merken sollen, ey, du hast hier keine zwei Dorftrottel oder Volltrottel, die du hier so abzocken kannst mit irgendwelchen Geschichten. Ja, Auto ist Vollstrecke. Dann habe ich das Auto ausgelesen, wirklich. Leute, dieser Gebrauchtwagen-Check von Kali, ja? Ich meine, es ist eine App und die ganze Nummer kostet euch, ich glaube, ein Fuffi oder sowas oder 60 Euro. Ich weiß den aktuellen Preis nicht, ich glaube, der hat sich verändert. Aber ich schwör's euch, das ist gut investiert, ja? Das hat uns gleich gesagt. Ich meine, es ist ein guter Hinweis. Wenn du da nämlich schon Fehler erkennst, dann weißt du, was Sache ist, ja? Also, was war los? Kilometerstand auf dem Tacho stimmte. Es lag keine Manipulation vor. Wie funktioniert das? Er gleicht in den Steuergeräten immer die hinterlegten Kilometerstände, die vergleicht er miteinander und dann guckt er, wie ist die Reihenfolge, ja, und dann sieht diese App, wenn da zum Beispiel wäre einmal 200.000 und der nächst weitere, also der spätere, ist auf einmal 170, könnte das ja nicht sein, weil dann hättest du ja einen älteren und dann wie bist du zurückgefahren oder so, weißt du? So, also das funktioniert ganz gut und was uns ein bisschen geholfen hat, der Wagen hatte ja mehr Kilometer, ja, hatte aber einen allgemein guten Zustand. Dann meint er, das liegt daran, dass die Besitzerin nur Langstrecke gefahren ist. Und das erkennt ihr, indem ihr auch so, die Kali-App zeigt euch die Durchschnittskilometergeschwindigkeit. Das heißt, wenn die recht hoch ist, ja, dann weißt du, ja, das stimmt, sie ist meistens Autobahn gefahren, dann kann man die Nummer abkaufen mit diesen Langstrecke und so bla bla. Das war nicht der Fall. Der durchschnittliche kmh-Ding war so bei 30 km/h, 34, 37, müsste ich mal nachgucken, aber irgendwas um 30 km/h. Und das haut nicht hin, ja, wenn du viel Autobahn fährst, dann hast du einen höheren Durchschnittskilometerstand, werden ja die Leute ja wissen. Ja. So, und das waren halt so lauter Kleinigkeiten und zum Schluss haben wir uns auch nochmal die Karosse angeguckt. Ich wollte euch eigentlich schon an, also wir durften nicht filmen, so, deswegen erzähle ich es euch jetzt. Normalerweise, wenn du dir ein Auto anguckst, gibt es ja überall Schrauben, ja, und wenn du dir die Schrauben anguckst und siehst, da sind so Lackabplatzer oder die, das sind verschiedene Schrauben, zum Beispiel manche sind doll verrostet, manche wie neu, dann weißt du, es wurde schon mal was aufgemacht, also Karosse wurde schon mal umgebaut, ja, dann hast du schon mal eine Frage, ey, warum ist es so, dann muss er dir das erklären und dann hast du wieder eine Geschichte, die plausibel oder nicht plausibel ist. Und bei dem Auto war das so, das ist sehr, sehr schwierig, weil bei den BMWs ist ja viel aus Plastik und da konntest du keinen Lack sehen. Was aber war, war, dass die ganze Front, aber wirklich alles, alle Plastikteile, alle Träger, alles, war akribisch geputzt bis zum geht nicht mehr. Also ich habe wirklich gestaunt. Das war wirklich krass, wie sauber die den gemacht haben. Also bin ich mit meinem polnischen Wasserkopf da in den Motorraum rein und so und habe Stellen entdeckt, die halt nicht so sauber sind. Also hab ich ihn halt gefragt, so ey, sind es jetzt Neuteile in der Front oder habt ihr einfach rundum geputzt und warum putzt ihr denn dahinter und sowas alles? Naja, hat er halt erzählt, so Azubi und der hat dann losgelegt, halt falsch verstanden und so. Habe ich ihm sogar geglaubt, weil das Auto war rundum wirklich sehr, sehr, sehr geputzt in jeder Ecke. Eine Sache ist mir aufgefallen, an der Heckklappe gibt es ja diese zwei Schrauben, die die Heckklappe halten und die Schrauben hatten noch die originalen Markierungen vom Werk aus, ja, also dieses mit dem Stift, diese grünen Striche, wisst ihr, was ich meine? Und auf der linken Seite haben die übereinstimmt, sagt man übereinstimmt, übergeeinstimmt? Übereinstimmt. Ja, oder sie waren übereinstimmend. Sie waren übereinstimmend. Ja, so ist richtiges Deutsch, ich will doch Deutsch lernen. Ich lange bleiben wollen in Deutschland, muss lernen, gut, ja. Und auf der rechten Seite waren die versetzt. Also das heißt, die haben zumindest die Heckklappe nachjustiert. Siehst du, das habe ich dir gar nicht gesagt, ja. Ja, Satan. Dankeschön. Dankeschön, du aber einer vorne musste dran glauben und dank ihm. Hey Junge! Naja. Und Fakt ist am Ende des Tages, also erstmal. Aber wir sind noch am Überlegen. Ja. Wir haben uns auf jeden Fall einen BMW E93 angeschaut. Ach ja, das haben wir noch nicht. Das ist das Objekt der Begierde. Vom Chameleon of the Street. Von mir, von meinem einer. Und ich suche akribisch seit Monaten
Motorisierung, alles ab 325, Facelift-Modell natürlich. Egal ob Benziner oder Diesel. Egal ob Benzin, Diesel, Automatik, wäre schon nice. Schalter geht zur Not auch, wenn der Rest perfekt ist. Also was heißt perfekt, guten Zustand hat. Ja, schwierig, schwierig. Es gab einfach bei dem Händler jetzt aktuell zu viel Ungereimtheiten, ne? Ja. Also der... Dann sein Verhalten war, ja, vielleicht ist es seine Art gewesen und er war so kühl. Ich weiß nicht, ob das in Wiesbaden so ist, so. Ich kenne das halt, dass Händler eigentlich mehr auf dich zugehen. Ja, ja, die wollen ja ihren Scheiß nicht verkaufen. Also genau. Schmier mir Honig ums Maul gefälligst. Ja. So will ich da auch, wenn ich da ein paar tausend Euro hinbringe, behandelt werden. Ja? Kenne ich andere Etablissements, da schmeißt du einen Puffi hin, da wirst du viel netter behandelt. Ja, an den Brustwarten wirst du gezwirbelt. Genau. So. Und jedenfalls, es gab zu viel Ungereimtheiten. Also erstmal inseriert war er mit 10.000 Kilometer weniger. Mach mal die Kamera so hin, dann sieht man dich doch mal. Mensch. Ja, Mensch. Inseriert war mit 10.000 Kilometer weniger Laufleistung, als er dann dort vor Ort stand. Ja, das war auch komisch. Das ist schon mal komisch. Da sag ich zu ihm, ja super, können wir ja gleich was am Preis machen. Nein, nein. Preisverhandlung war eh nicht möglich. Spaltmaße war ein bisschen strange vorne. Also eigentlich alle Negativ-Ausschlusskriterien, wo so deine innere Alarmglocke dir sagen sollte, Alter, lass mal, lass mal. Und dann halt auch, wie gesagt, so ein Hinterhof-Kenneck, muss man halt auch so sagen. Ja, ich weiß nicht. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich bin jetzt enttäuscht. Also falls ihr gerade einen übrig habt, wirklich, E93, Cabrio, Facelift, M-Paket ab Werk im Idealfall. Genau, im Idealfall M-Paket. Ja, sagt Bescheid, Budget, sagen wir mal, ja, das machen wir dann aus untereinander, wie was ist und sowas alles. Ja. Haut mal was raus oder so. Vielleicht habt ihr gerade einen da, wo ihr sagt, ey, so oder so. Ja. Ich bin auch der Meinung, Chameleon der Straße will nicht auf mich hören. Ich sage, lass uns den von privat holen. Er will ja unbedingt Händler, weil er sagt, naja, wenn was ist, kann ich ihm zurückgeben. Ich bin dann fast der Meinung, heute beim Gespräch wäre noch dazugekommen, weil er schon so Anspielungen gemacht hat. Die Frau ist ja, wohnt nicht weit von hier, von der das ist und hier und da und bla. Das war alles so ein bisschen komisch gewesen. Plus natürlich, der Hammer war, der Wagen war ganz hinten in der Halle und wir hätten keine Probefahrt machen können heute, selbst wenn wir gewollt hätten. Und das war auch, wo ich gesagt habe, ey, du weißt, die wollen heute kommen. Du hast mit ihm telefoniert, hast ihm gesagt, wir wollen eine Probefahrt machen, wir wollen auf eine Bühne, weil wir den natürlich von unten gucken wollen. Hier, dass ihr mal seht, wo wir gerade sind. Ja, wir fahren jetzt übrigens zur RHD Speedmaster. Die Jungs, ich schwör's dir, ich küsse eure Herzen, die warten nämlich schon. Wir sind nämlich jetzt, wir haben ordentlichen Verzug von, Alter, von 2,5 Stunden. Also exakt die Kasselzeit, mein Lieber. Ja, Mann. Ja, ich hoffe, die bringen uns nicht um. Aber zurückzukommen, Technikmuseum Speyer. Wenn ich mich richtig erinnere, steht hier eine Concorde und so. Und das will ich mir eigentlich mal angucken. Da irgendwas Krasses stand da. Ich liebe Technikmuseum. Okay, okay. Also bis später. Bis später. Man denkt, man wird geblitzt, wenn die angeht.
So, was ist denn jetzt hier los? Was ist denn mit dem Wetter los? Was ist denn hier los? Ja, es reicht ja nicht, dass wir schon eh spät fahren und halbtot ankommen werden irgendwann. Ich kann euch mal gerade zeigen, wir haben es unter 0 Grad. Ja, es ist Schnee, tiefster Schnee. Und ja, ich sehe kaum was. Was soll ich jetzt sagen? Ich bin zweimal schon ein bisschen quer gekommen. Ich weiß nicht, ob das Chamäleon der Straße das mitbekommen hat. Ja, da habe ich kurz einen Bolzen in der Hose gehabt. Ich glaube, wir werden schon ein bisschen länger brauchen als geplant. Oh Mann, ey. Ja. Ansonsten war es ein schöner Tag. So was hat man von vermeintlich perfekten Automobilinseraten, die zu gut sind, um wahr zu sein. Ja. Liebe Zuschauer, die Suche geht weiter. Ja, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wirklich am Ende doch eine tolle Zeit gehabt bei Benny, Chris, Jasko. Wir haben gut gelacht auf jeden Fall zum Schluss. Unglaubliche Menschen einfach. Und wir werden bestimmt noch die ein oder andere Sache zusammen machen. Also das muss so sein auf jeden Fall, ja. Ich erwähne es auch immer wieder und vielleicht ist es schon eine alte Leier von mir. Aber das ist eigentlich, was diese Autos ausmachen. Das wird ja immer schlimmer. Ja, ich sehe kaum was. Das Schlimme ist ja auch so, was wollen wir denn machen? Wir können niemals im Auto eine Runde pennen, bis es aufhört. Da erfrieren wir. Ich denke, du hast Standheizung, hast du letztens. Ah, oh, ich schwöre, wir haben Standheizung. Ja, wir sind gerettet. Im schlimmsten Fall, wenn ich mich nicht mehr... ich meine ganz ehrlich, es wird gesagt, hier 100. Ich kann euch gleich mal zeigen, hinter uns ist jetzt ein Auto. Da will ich jetzt keine Hurricanes auf der Autobahn machen. Aber, ja, ich will. Also vertraut mir, sobald ich mehr Gas gebe, kommt der Arsch schon. Und ich habe wirklich alles an. Ich sehe kaum was. Ich schwör's dir. Scheiße. Okay. Ja, machen wir mal jetzt hier drin lieber aus, ne? Ja, ich brauche leider. Besser, also Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Ich melde mich nachher nochmal für ein Schlusswort, wenn nicht, dann vom Rechner zu Hause aus. Falls wir heute doch nichts mehr filmen, weil wir irgendwie Angst haben, dass wir überhaupt rankommen. Ah, Mann, was macht ihr? Ja, ungefähr so müsst ihr euch nicht vorstellen. Gucke ich mir die Videos von Ray City auf der Couch auf meinem Fernseher an. Ungefähr in dieser Pose mit meinem Hacky, mit meinem Toni. Ja, Leute, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, gibt es natürlich für euch eine Belohnung. Ihr wisst ja, wir haben so ein Poster- und Sticker-Set, was so ein Vegas-Bundle ist. Und jetzt die ersten 5 Leute mit dem Code VEGAS, unten ist die Verlinkung zum Shop und allem drum und dran, kriegen das für 9 Euro anstelle von 12. Also 3 Euro Rabatt. 3. Und vielen Dank fürs Zugucken. Diese Vlogs wird es jetzt öfters geben. Wir versuchen euch so ein bisschen zu zeigen, wie es ist, wenn ein Hund auf dir rumklettert und wir so ein bisschen unterwegs sind. Also vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Ihr seid die Besten, vor allem die gerade diese Nachricht sehen. Dankeschön. Wir haben euch sehr gern. Achso, übrigens ist es dieses Poster, was gerade im Hintergrund runtergefallen ist, was ich professionell rangebracht habe. Ciao.